Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Penumbra im Halbschatten. Part Nummer 23 oder sowas in der Art. Gut, es geht weiter und ich stehe jetzt hier vor der Tür. Und ja, ich bin auch schon ein bisschen retarded. Wo ist mein Brecheisen? Wo ist mein Brecheisen? Gib mir mein Brecheisen. Ich habe das doch mitgenommen, oder? Ich habe doch ein Brecheisen, das gibt's doch gar nicht. Mal auf. Ich hab doch ein Brecheisen. Das hab ich von dem scheiß See gekriegt. Ich bin mir sogar sicher, dass ich das eingepackt habe. Wissen wir jetzt verzeihen, ich soll dann nochmal zurückgehen. Ich hab's doch gewusst, ey. Scheiß Brecheisen. Gut, dann gehe ich zurück. Okay. Da muss ich aber übelst lang weit laufen, ne? Okay, ich gehe jetzt geradeaus. Dann erste rechts. Dann dritte rechts. Dann sollte ich schon irgendwie hinfinden, also. Erste rechts. Zwei. Dritte rechts. Links. Leg irgendwas, keine Ahnung. Und hoch. Sind wir denn jetzt hier gelandet? Ich glaube, da bin ich das erste Mal auch hingerannt, ne? Oh, diese scheiß Brecheisen, ne? Das gibt's doch nicht, dass ich das verloren habe. Oder gar nicht mitgenommen habe, besser gesagt, ne? Hier die Gefäße rum eigentlich, naja. Ich hinterfrage ja nichts. Ah, hallo, was ist das denn? Ah, das habe ich jetzt erstmal nicht gesehen. Gut, lest euch durch, wenn ihr wollt. Ja gut. Das sollte reichen. Okay. Ich gehe jetzt nochmal hinter. Speicher nochmal. Das gibt's doch nicht, oder? Weil das habe ich doch mitgenommen. Das gibt's doch gar nicht. Bin ich mir sicher. Ja, von hier aus sehe ich nämlich auch nichts. Also. Spiel, verarsch mich nicht. Doch, das liegt noch da. Hey, das gibt's doch nicht. Ich hab das doch mitgenommen. Fuck. Deswegen vielleicht habe ich es nicht mitgenommen. Weil ich untergetaucht bin und vergessen habe, dass ich das mitnehme. Ja. Ich bin halt schlau, ne? Gut. Genau, ich bin doch das erste Mal... Ich bin doch das erste Mal ersoffen, ne? Und dann habe ich es vielleicht vergessen mitzunehmen. Ah. Und ich habe es gar nicht mehr dran gedacht, weil ich gedacht hat, hey, ich habe doch meine Brecheisen schon mit oder so. Vielleicht deswegen, ja. So. Gut. Gut, gut, gut. Ficken! Jetzt ver... Scheiße. Ich will das jetzt nicht die ganze Zeit machen. Okay. Okay, jetzt habe ich es geschafft. Gut, jetzt habe ich aber was Brecheisen, ne?
Speichern wir erstmal. Blecheisen? Blecheisen! Achso, kombinieren kann ich ja hier nicht. Gut. Achso, das kann ich gar nicht so als Waffe benutzen. Okay, dann halt nicht. Gut, dann gehen wir zurück. Zum Interceptor irgendwie, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie das Teil heißt. Keine Ahnung, was das auf Deutsch heißen soll. Das Interpretationsfunktionierendes Teil. Benennungsstück Teil. Keine Ahnung. What? Ah, okay. Also, wie muss ich hier nochmal zurück jetzt? Okay. Okay. Ich muss jetzt hier einfach geradeaus, links, rechts, rechts. Ich werde schon irgendwie hinfinden. So blöd bin ich auch wieder nicht. Pass auf, das wäre jetzt... Au. Das wäre jetzt irgendwie komisch, wenn ich jetzt nicht hier irgendwie hinfinden würde. Hier lang glaube ich jetzt und dann da hinten hin irgendwie. Interceptor. Jo. Bams. Hehehe. So geht das, Leute. Erst nichts mitnehmen und dann aufmachen, ne? Jo. Wo bleibst du, mein Ritter ohne Furcht und Tadel? Hast du es tatsächlich so weit geschafft? Ich warte voller Ungeduld in meinem Gefängnis. Vielleicht haben mir die Götter wieder einen Streich gespielt und mich zu weiteren Jahren an diesem Ort des ewigen Dämmerlichts verurteilt. Aber vielleicht hat mein schlechter Rat dir ein Ende bereitet. Stehst du an der Pforte des Todes? Bitte lass den armen Red nicht wieder ganz allein wie all die anderen. Okay, hier ist alles zu. Das muss die Höhle sein, in der Red eingeschlossen ist. Ich muss etwas finden, womit ich den Weg freiräumen kann. Was ist denn hier lang? Ich finde das jetzt schon tierisch schwer. What? Okay. Was ist das denn? Was ist das? Ne, hier ist nichts. Ah, dieser Raum ist perfekt geeignet, um ein wenig herumzupunchen. Ach, Chemielabor. Lunte. Cool. Ah, ich muss jetzt hier Sprengstoff irgendwie herstellen, wa? Gasbehälter. Der Bunsenbrenner muss ich wohl meine Geistleitung halten. Pass auf hier. Jo. Keine Ahnung. Ja. Ich speichere einfach nochmal. Das ist immer cool, wenn ich speichere. Gut, hier. Schmerzmittel. Bam, bam, bam. Gut, jetzt muss ich... Kann ja auch nicht, ich fülle jetzt einfach mal was ein. Richtig, der Bunsenbrenner benötigt Gas, bevor er sich entzünden lässt. Außerdem brauche ich noch eine Banane. Ich habe jetzt Banane gelesen. Hat es verstopft? Keine Ahnung, ich habe irgendwas gelesen. Glasbecher, cool. Und ich aber nicht benutzen. Ja, perfekt in die Ecke gestellt. Noch ein Behältnis um die Chemie. Noch ein Behältnis.
Ja, ich hab's doch hier schon draufgestellt. Scheiß Gasbehälter. Ein Behältnis. Ja, das ist ein Gasbehälter. Sag ich doch. Kann ich diesen bunten meine für die Herstellung als ausgesichtlich für eine geeignete Zutaten? Ja, ich... Wie jetzt, ich brauche ein Behältnis? Ja, vielleicht. Ja, keine Ahnung. Das Spiel, das macht mir so eine Scheiße vor. Okay, Leute. Ja, der Part ist leider schon wieder vorbei, aber das sollte kein Problem sein, weil wir haben ja noch genug Zeit. Also Leute, Servus und Ciao.